Willkommen zu einer neuen Folge Torna the Golden Country. Wie ihr seht, wir sind gerade wieder auf Gormod und zwar möchte ich jetzt zum Start dieser Folge die letzte Quest von Gormod noch abgeben. Wir sind ja in der letzten Folge nach Torna zu dem Heimatort von Adam hin und dort bekommt man bei den Sammelpunkten Trauerweizen. Der Trauerweizen hatte uns noch gefehlt, um diese Schilseingrütze herzustellen. Die habe ich jetzt in der Zwischenzeit hergestellt und das können wir jetzt bei dem Mechaniker Hassan abgeben. Oh, das ist wunderbar. Es sieht großartig aus. Dann wollen wir doch gleich mal kosten. Was soll das denn? Ein delikates Zusammenspiel von Fisch und Fleisch und Fisch, geschmort in leicht süßer Soße? Das ist die Krone der Kochkunst. Aber es ist definitiv kein schilseinisches Gericht. Und ich kann auch euch auch erklären, weshalb. Es ist zu lecker. Die Hausmannskost meiner Mutter hat nie so gut geschmeckt wie das hier. Der Fischgeruch hat alles überlagert und das Fleisch war zäh wie alter Stiefel. Genau eine solch schlechte Qualität erwartet man von ardeinischer Küche. Wenn es nur jemand hier gäbe, der das echte ardeinische Geschmackserlebnis reproduzieren könnte. Wahrscheinlich kann nur ein echter Ardeiner wirklich nachvollziehen, was das schmeckt und warum. Ach, was gäbe es nicht alles für den wahren... was gebe ich nicht alles für den wahren Geschmack von Schilseingrütze? Dein Ernst? Toll. Wisst ihr, was jetzt los ist? Die Schilseingrütze hat, ich glaube, Gin gekocht. Wo ist das Lager? Hier, glaube ich, ne? Ne, Lager am Seeufer. Die Grütze hatte Gin gekocht und Gin konnte oder kann ganz gut kochen. Ich hoffe, wir brauchen jetzt dieselben Zutaten. So, hier Gin. Da, Schilseingrütze, Trauerweizen, Wollfleisch, Licht- oder Kürbis und Mottenmuschel. Ich hoffe. Ruskerweizen? Wollfleisch, Licht- Mottenmuschel, heiße Orange. Okay, da ist zusätzlich noch was drin. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass. Ja, Mythra nicht so gut kochen kann. Hunger is the best spice, right? So this should be delicious. Was hat sie gerade gesagt? Hunger ist das beste Gewürz? Deswegen sollte das jetzt lecker schmecken. Ja, wir wissen ja aus dem Hauptspiel, dass Mythra nicht ganz so gut kochen kann. Dafür aber Pyra. Also ich glaube, Mythra ist so jemand, der versucht, gut zu kochen, das haben wir nicht kann. So, jetzt können wir aber auf jeden Fall die Quest abgeben, oder? Ich dachte eigentlich, wir geben die Schilseingrütze ab und dann ist vorbei. Also, habt ihr es geschafft? Konntet ihr ardeinisches Essen kochen? Das ist... Dieses Essen sieht genau richtig aus. Aber das Auge isst nur einen kleinen Teil mit. Auf zum Geschmackstest. Huch. Ekelhaft. Dieser entsetzliche Geschmack. Die ganzen unpassenden Gewürze sind so hoch dosiert, dass ich keine Ahnung habe, was ich da eigentlich esse. Die Linsen sind viel zu trocken und bröselig. Widerlich und ungenießbar. Quasi die quälende Quintessenz ardeinischer Kochkunst. Und dennoch hat es diesen bestimmten Charme, den man nirgends sonst finden wird. In meiner Heimatstadt gab es außer meiner Mutter niemanden, der dermaßen schlecht kochen konnte. Hey, die Klingdame guckt, als wolle sie mir gleich bei mich gleich bei lebendigem Leibe häuten. Egal, ihr seid alle so freundlich zu mir. Wenn ihr mal in Mordane seid, könnt ihr mich jederzeit besuchen. Ich serviere euch natürlich nur das authentischste ardeinische Essen, versteht sich. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall seine Bedürfnisse erfüllt.
Aber Mythra scheint nicht ganz so glücklich damit zu sein. Aber erledigt. So, jetzt haben wir alle Quests aus Gamot erledigt. Vielleicht kriegen wir zu einem späteren Zeitpunkt neue. Auf jeden Fall geht's jetzt wieder zurück zu Torna. Ganz wie zu Hause erledigt. Klingkombo und Türkissplitter. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Türkissplitter was bringt. Ich guck einfach mal nach. In der Zwischenzeit. Okay, nee, bringt nichts. In der Zwischenzeit bin ich nur ein bisschen gelevelt. Also hier, Hugos Gruppe 31, Adams Gruppe 31 und Loras Gruppe 32. Ja, also nicht so viel gemacht. Jin ist mittlerweile auf Schlüsselerfolgsstufe 4. Zur Aletta-Region. Ich habe hier ein bisschen auf Erkundungstour war ich. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zum Hafen von Aletta und nehmen jetzt die Nebenquests an. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen mit den Nebenquests. Hop, skip and a jump later. Even on familiar ground, we must stay vigilant. Das hat jetzt ganz schön lange gedauert, bis die Texturen geladen haben. Aber ist nicht so tragisch. Just gonna I'm something of an expert here. So. Nehmen wir wie immer schön die Sammelpunkte mit. Also ich habe jetzt schon auf dieser Map die ein oder andere Truhe geöffnet, etc. Deswegen Hey, ihr! Habt ihr schon mal einen Geheimpunkt entdeckt? Auf sowas stößt man nicht zufällig. Aber wenn ihr euch anstrengt, sind sie die Mühe echt wert. Das kann alles Mögliche sein. Eine fantastische Aussicht, antike Ruinen, historische Monumente. Geheimpunkte sind toll. Auch wenn ich selbst noch keinen gesehen habe. Vorstellen kann ich sie mir schon. Von sowas könnt ihr lange zehren. Die Leute würden euch sogar ein Mittagessen spendieren, um davon zu hören. Aha. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob in Gamot und in Torna, ob wir da schon einen Geheimpunkt gesehen haben. Oh, Freunde kommen genau richtig. Rolli Polli ist gerade fertig mit Ausdenken von neuer Aufgabe, um Freunde zu testen. Letztes Mal ging um Schwanken und Umwerfen, richtig? War schon genug, um Pille-Palle-Tests zu bestehen. Nu, ist jetzt aber nicht mehr genug. Rolli Polli besteht jetzt auch auf super fetziges Schleudern und Schmettern. Schleudern schleudert Gegner in Luft und Schmettern schmettert Gegner zu Boden. Ist eigentlich selbsterklärend. Aneinanderreihen von Schwanken, Umwerfen, Schleudern und Schmettern ist ultimative Form von Meisterkombo. Für Test will Rolli Polli das Freunde ultimative Klopp-Kombo gleich dreimal an beliebigen Gegnern auslassen. Kommende Mission von Rolli Polli ist so gefährlich. Wer mitmachen will, muss Meisterkombo ins Schlaf können. Also wenn Freunde Test bestanden haben, bitte nicht vergessen, Rolli Polli auch von Erfolg zu berichten, ja? Rolli Polli wartet dann mal auf gute Neuigkeiten, aber nicht trödeln. Neues Meistertraining. Ich finde das sowieso interessant. Im ersten Teil war die Meisterkombo ja schwanken, umwerfen und dann, ich glaube, der Äthergriff. Oder? Und hier ist es halt so eine Vierer-Kombo. Daran musste man sich auch erst gewöhnen, als man Xenoblade Chronicles 2 neu angefangen hat. Aber ich muss sagen, ich finde die Kombo gut. Gefällt mir. So, jetzt gucken wir erstmal weiter. Hier haben wir gute Fässer. Okay, what you got? Oha, was ist da denn? Klingenkombo 1. Mhm. Adams Anhänger 0. Hallo zusammen. Willkommen im Lager des Widerstands. Hier leben Leute aus verschiedensten Klassen und Ländern unter einem Dach zusammen. Okay, es sind eher Zelte. Das war Prinz Adams Idee. Vorher wurden wir nach
Heimatblatt aufgeteilt. Zu Beginn gab es gegen Adams Plan noch Widerstand, aber jetzt hat sich alles ganz gut eingependelt. Jetzt geht es nicht mehr darum, wo jemand herkommt, sondern wie laut er schnarcht. Ich bin sicher, Prinz Adam wusste, dass das klappen würde. Ich finde es toll, dass er so progressiv denkt. Und Adam steht hier und reagiert nicht darauf. Er müsste erröten. Okay. Stufe 4 Spezial. Oh. Wird es sowieso witzig. Ich glaube, Mythra hat den Stufe 4 Spezial noch gar nicht freigeschalten hier. Nasals. Ah, da denkt man sich eine neue Kampftechnik aus und dann kann man sie nicht ausführen. Ah, seid ihr auch Abenteurer? Ihr kommt mir gerade recht. Würdet ihr die blühende Rose mit mir ausführen? Was das ist? Eine Reihe von Spezialtechniken natürlich, das wusstet ihr nicht? Wenn ihr Spezialtechniken aneinander reiht, kreisen danach Elementarkugeln um euren Gegner. Sehr nützlich. Aber mehrere Spezialtechniken am Stück, das krieg selbst ich nicht allein hin. Also wollte ich mir Hilfe suchen. Ihr seht schon recht fähig aus, aber letzten Endes mangelt es euch wohl doch etwas an Eleganz. Tut mir leid, das mit der blühenden Rose verschieben wir wohl besser. Aha, Dulala. Frage an Meister. Verstehen Meister meisterliche Fähigkeiten? Meister sind alle ganz unterschiedlich, oder? Also lernt jeder Meister auch andere Fähigkeiten. Einmal gelernte Fähigkeiten werden nie wieder vergessen. Großes Glück für vergesslichen Dulala. Okay, der kleine Träumer. Ich finde aber auch gut im Torna the Golden Country DLC ist es ja so, jeder Meister hat seine festgelegten Fertigkeiten und die kann man nicht untereinander tauschen. Und im Hauptspiel muss man ja quasi zwischen 4 Fähigkeiten entscheiden, welche 3 man davon nimmt. Bei einem Feldzug wie diesem wissen wir nie, wann wir wieder in die Heimat zurückkehren können. Deswegen reißen sich die Soldaten nicht gerade darum. Aber Macneth aus meinem Trupp, der ist anders. Er hat ein reines Herz, tut alles, um sich für den Kaiser als nützlich zu erweisen. Ein wunderbarer Soldat. Noch hat er keine besondere Leistung vollbracht, aber er hat Potenzial. Aus ihm wird noch was, ganz sicher. Fußsoldat, 3. Dekade. Schön, dass ein Offizier so über einen Fußsoldaten redet. Sehr positiv. Geht's ja ganz schön tief runter. Okay, wir haben hier eine Quest bis jetzt angenommen. Die Meisterkombos kann man eigentlich dann nebenbei machen, die von Rolli Polli. Ich guck mal oben noch, ob es noch was anderes gibt. Ihr Wronka. Wir nennen uns die Widerstandsarmee, aber eigentlich fangen wir gerade erst an. Wir sind noch mehr Club als Armee. Zwar sind wir klein, aber wir haben Mitglieder aus allen Ländern. Uraya, Torna, Gomot, Moedain. Es gibt sicher viele in Uraya, die uns als eine Art Söldnerarmee einsetzen möchten. Aber würde das nicht die Beziehung zu Torna und Moedain belasten? Wir haben hart für den Frieden gearbeitet. Ich lasse nicht zu, dass meine Soldaten ihre Heimatländer bekämpfen müssen. Wir haben nur ein Ziel, Malos besiegen. Sehr weise Worte. Finde ich gut. Hier, die Truhe habe ich schon aufgemacht. So. Gucken wir mal ganz oben. Haze. Alter, das wäre so geil, wenn in einem späteren Update die ganzen Klingen und vielleicht Meister, so like Shulk, Fiora und Elmer, auch im Hauptspiel zu spielen sind. Ah, Prinz Adam. Hallo Wetz, alles beim Alten hier? Ja, bis auf eine Kleinigkeit. Bereit? Mir ist der Schlüssel zur Schatzkammer verlustig gegangen. Wie bitte?
dumm gelaufen, was? Dumm gelaufen? Das ist doch wohl ein ziemlich ernstes Problem, oder nicht? Das kann man laut sagen. Dort lagert das Vermögen der Familie Origo. Von Familienschätzen bis zum Tafelsilber. Der gesamte Besitz? Prinz Adam, was für eine Katastrophe! Wir müssen den Schlüssel suchen, jetzt sofort! Ihr seid aber nett. Solche Sorgen macht ihr euch um unseren alten Kram? Natürlich, ich komme aus armen Verhältnissen. Ich weiß, wie es ist, kein einziges Goldstück zu besitzen. Und dann doch auch... und dann auch noch alte Familienerbstücke. Stellt euch vor, die würden einem Dieb in die Hände fallen. Da zumindest kann ich euch beruhigen. Ich habe den Schlüssel in einem Grafton Lykos-Hort irgendwo im Moor von Wrakham verloren. Es sollte also keine Gefahr bestehen, dass ihn jemand findet. Ich mag inkompetent sein, aber nicht so inkompetent. Ja, Hauptsache in dem... Ach, vor lauter Kompetenz hast du den Schlüssel also absichtlich an einer entlegenen Stelle verloren? Dort wachsen wertvolle medizinische Kräuter. Die wollte ich für meine arme, kranke Großmutter pflücken. Lass mich raten, und dann hat dich ein Grafton Lykos angegriffen? Gut, geschlussfolgert. Auf der Flucht habe ich dann den Schlüssel verloren. Du scheinst mir ja ein echter Kompetenzbolzen zu sein. Hey, immerhin habe ich den Schlüssel mit mir rumgetragen, weil ich wusste, wie wichtig er ist. Na, wie dem auch sei, wir kümmern uns um den Schlüssel. Danke für deine Ehrlichkeit, dir ist nichts passiert. Das ist doch das Wichtigste. Prinz Adam, ihr seid so gütig. In deinem Fall ein bisschen zu gütig, wenn du mich fragst. Der wertvollste Schatz, angenommen. In troubled times we help each other. Als aktive Mission festlegen. Ich glaube, bevor wir jetzt die Hauptquest, die nächste, annehmen, würde ich einfach sagen, wir machen die Quest. Ha? Hallo? Meter. Also hier habe ich schon mit einigen Gegnern gekämpft. Den einzigen Gegner, den ich bis jetzt noch nicht platt bekommen habe, ist der Galgan, der Vielfraß. Die Schlangen haben ja eine fiese Eigenart, den Schlangensprung einzusetzen. Und der Schlangensprung macht dann um die 2000 Schaden. Das ist halt ziemlich viel, sagen wir es mal so. Und ich habe einen Kommentar bekommen, ich glaube von Lucario Gamer, dass ich ziemlich überlevelt bin, von wegen er ist, ich glaube, mit Level 18 hier nach Torna gekommen. Und, oh, cool. Ich hatte aber schon gesagt, dass ich es halt besser finde, wenn ich leicht durch die Story komme. Ich habe momentan halt nicht so die... Der sieht ja nicht gerade handzahm aus. Eher das Gegenteil. Er kann vermutlich kaum erwarten, uns zu zerfleischen. Ist dieser Wetz wirklich da reingestiegen? Ein Wunder, dass er lebend wieder herausgekommen ist. Der Junge hat einfach... ein unverschämtes Glück, das war schon immer so. Außerdem ist er eine ehrliche Haut. Wenn er sagt, er war da drin, dann stimmt das wohl. Dich scheint das alles ja nicht sehr mitzunehmen. Was machst du, wenn du den Schlüssel nie wieder siehst? Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist. Außerdem ist mein wertvollster Besitz nicht in dieser Schatzkammer eingeschlossen. Nein? Naja. Trotzdem sind doch allerhand andere wertvolle Sachen da drin. Ich werde auf jeden Fall alles in meiner Macht Stehende tun, um diesen Schlüssel wiederzubekommen. Das ist lieb, Laura. Er sieht nicht sehr glücklich darüber aus, dass Menschen in seinem Wohnzimmer herumspazieren. Es wäre wohl das Beste, ihn irgendwie von hier wegzulocken. Oder wir besiegen ihn einfach. Das wäre gewiss auch eine Option. Mal überlegen. Angreifen. Es wäre wohl besser, diese Bedrohung ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Ja,
Nicht, dass hier nochmal jemand reingerät, der nicht so ein Glück hat wie Wiz. Das könnte aber ziemlich gefährlich werden, Laura. Das ist mir klar. Ich pass schon auf. Los, greifen wir an. Der ist Level 35. Ich denke mal, wenn man unterlevelt ist, hätte man sich vielleicht für, Wegglocken entschieden. Aber ich bin gerade mal 3 Level unter dem. Es sollte zu machen sein. Komm jetzt. So. Schleudern. Sehr gut. So, jetzt machen wir Meisterkomma verlängern. Und nochmal. Und schmettern. Aber das hat ganz schön viel KP gekostet. Aber geht. Alles gut. Und jetzt machen wir eine Kernexplosion. Hahaha. Einwandfrei. Machen wir mal Licht. Oh oh. Ich finde das ganz gut, dass mit dem, Wechsel. Bevor ich sterbe. Ich wollte gerade sagen, ich finde das gut mit dem Wechseln. Oh. Da kann man ganz schön viel KP heilen. Dankeschön. Sehr schön. Cool, das Ausweichen. Das ist praktisch. So, und beim nächsten Skill von ihm block ich. Ha! Tiefe Bisse. Einwandfrei. Was könnte man als nächstes machen? Klappt gerade nur nicht. Jetzt Frostböe nicht. Schwanken, okay. Sehr gut. Umwerfen. Sehr umwerfen. Und jetzt schleudern. So, über verlängern. Nochmal. Und switchen. Oh, jetzt kam das Schmettern zu spät. Schatzkammerschlüssel. Nice. Das läuft doch einwandfrei. Also ich bin hier schon überall lang gelaufen. Die Dormin Unkorn habe ich besiegt, unter anderem. An der Seite, das Truthahn-Nest kann ich euch dann mal in der nächsten Folge zeigen. Da gibt es nämlich an der Seite einen Hang. Da kann man runter. Sieht schon interessant aus, der Titan von Torna.
hat was. I don't know why I'm the one doing this. Auge des Ozeans. Aha. So, dann mal. Hier hoch. Die Sonne geht unter. Ah, ist das schön. Geil. Ich mag das, wie die Farben sich alle verändern. Wenn die Sonne so untergeht. Mega schön. Ah, ihr habt den Schlüssel. Ja, das ist ja keine Frage. Halte dich bitte in Zukunft von Monsternestern fern, ja? Ja, das verspreche ich. Tausend Dank. Ach ja, ich wollte dir was sagen, Wes. Ich denke, du solltest erstmal eine Weile zu Hause bleiben. Du willst ihn feuern? Das ist jetzt aber etwas hart. Nein, nein. Das ist doch wichtig für ihn. Diese Kräuter, die du gesammelt hast. Das war schandklar, oder? Es soll gegen Blutkrankheiten helfen. Woher wisst ihr? Ach stimmt, ihr habt Kräuter für eure kranke Großmutter gesammelt, richtig? Schandklar ist äußerst selten und wird nur bei lebensbedrohlichen Krankheiten eingesetzt, habe ich mal gehört. Deshalb also warst du an so einem abgelegenen Ort. Wir finden schon jemanden, der deine Arbeit übernimmt. Du solltest dich erstmal um deine Oma kümmern. Kein Schatz der Welt ist das Leben eines geliebten Menschen wert. Prinz Adam. Das meintest du also, als du vom wertvollsten deiner Schätze gesprochen hast? Solange wir leben, können wir hoffen. Was könnte es Kostbareres geben? Ja, dann werde ich euren Vorschlag dankend annehmen. Aber soll ich euch vorher noch irgendwas aus der Schatzkammer holen? Mal überlegen. Laura, gibt es irgendwas, was du brauchst? Ich? Ich möchte mich für deine Hilfe bedanken. Du kannst dir etwas aussuchen, egal was. Puh, das kommt jetzt aber plötzlich. Wird in deiner Familie zufällig irgendein ganz tolles Kochrezept vererbt? Laura, etwas Besseres fällt dir nicht ein? Naja, aber ein Rezept ist doch was Tolles. Hehehe, einen vollen Bauch zu haben ist auch ein wertvoller Schatz, nicht wahr? Hast du gehört, Wetz? Hol uns ein Rezept. Ach, und vielleicht noch ein paar andere Baupläne oder so, die uns nützlich sein könnten. Jawohl, wird gemacht. So, da wäre ich wieder. Ich glaube, ich habe da ein ganz besonderes Rezept gefunden. Ich weiß gar nicht, wie ich euch allen danken soll. Davon werde ich noch meinen Kindeskindern erzählen. Niemand in meiner Familie wird je vergessen, was Prinz Adam und Laura für uns getan haben. Ein Rezept für Wildblumensalat, Friedensparfüm und Zita des Eigennutzes. Und Schwungschwing, was? Super. Thanks for that. Und wieder einem Burger geholfen. Super, super, super. Der wertvollste Schatz. Abgeschlossen. Spinellsplitter und Bewegungsheilung. Können wir nochmal kurz mit Adam reden? Mit Adams Gefolgsmann? Seit wir uns das erste Mal begegnet sind, ist Prinz Adam immer so gütig zu mir gewesen. Wie damals, als ich das Dach des Anwesens reinigen musste und herunterfiel. Oder als mich in der Küche ein elektrischer Schlag erwischte. Da hat er mich wieder gesund gepflegt. Im Handumdrehen war ich wieder auf den Beinen. Meine Schmerzen sind nichts im Vergleich zu seinen Verletzungen. Dadurch weiß ich viel über Medizin. Aber bitte, Prinzessin Adam, passt auf euch auf. Wir haben alle nur dieses eine Leben. Das stimmt. Wir haben alle nur dieses eine Leben. Geh jetzt noch kurz zum Lager und guck, was wir alles Neues herstellen können. Items herstellen. Now, let me see. Okay, da kann ich nichts herstellen. Wildblumensalat, KP-Heilung. Okay. Amulett des Exorzismus.
können wir einmal herstellen, wenn wir wollen. Nochmal. Zieht er das eigene Einsammelradius. Fächer des Pedanten. Gegner können 2 Meter weiter weg. Mein Meisterstück. Himmelfahrtwaffeln. Friedensparfüm. There. A cologne to covet. Okay, mehr kann ich leider gerade nicht herstellen. Okay. Gehen wir mal kurz wieder raus. Dann schauen wir nochmal ganz kurz. Und zwar mal hier, ob wir was verbessern können. Nee. Harmonieringe 880, 1300. 1000. Anschlüsse. B-Knopf-Technik. Bam. This is how I'll protect you all. Sehr gut. Dann guck mal, Ausrüstung. Ast soweit. Und Taschen-Items. Moment mal. Wo ich Taschen-Items? 440, 600, 900. Okay, lassen wir. Erstmal. Waffe modifizieren, Spinell. Brauchen wir nicht. Kobalt. Nee, brauchen wir auch nicht. Harmonieringe. I'll have to show this off. Sehr schön. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Hier steht Hagelschlag. Okay, das ist Stufe 1 Technik. Regus Libysche müssen wir platt machen. Eiswirrung, also Stufe 3 Technik, noch 7-mal einsetzen. Und danach Groll Motuns. Oh, hier müssen wir noch Schaden machen. Angriffsketten haben wir immer noch nicht freigeschaltet. Kritische Treffer landen. Okay, und hier haben wir Mineralienkunde und Durchhaltevermögen. Mal hier weiter. Paroltrutanz besiegen. Seewind, also Stufe 2 Skill einsetzen. Hier haben wir, sammle eine bestimmte Anzahl von KP-Kapseln ein. Maximale Harmonie erreichen. Pfefferhasid einmal einsetzen. Komplette Vernichtung. Angriffskette. Hier steht nichts. Ribagefische noch einbesiegen. Hier sollen wir Anbufleder. Oes Magnum Aletta. Aha. Slatmare. Mor von Wrackham in Torna. Und hier Gormotsashimi. Eieiei, das habe ich nicht. Gut, dann können wir nichts machen. Schade. Was habe ich hier gemacht? Hier. Klingenwechsel 2. Das ist bis jetzt der einzige Hilfskern mit Klingenwechsel. Aber ich würde gerne einen höheren noch finden. Damit man halt schneller wechseln kann. Speichern wir nochmal kurz. Und dann. Das ist mal eine Folge, die ein bisschen länger ist. Lasse ich trotzdem so. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge nehmen wir mal die andere Quest da an. Also die Hauptmission-Quest und gucken mal, was wir da machen müssen. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute.